Schwarzenberg, 17 Jahre alt und Schüler der Eliteschule des Sports am SEZB. Das Schul- und Leistungssportzentrum Berlin. Ein Glücksfall für Lou Massenberg. Denn der Senkrechtstarter des deutschen Wasserspringens genießt hier die ideale Förderung. Die Schule ermöglicht uns die optimalen Rahmenbedingungen, um wirklich die top-sportlichen Leistungen zu bringen. Vielleicht habe ich da ein bisschen Glück gehabt, auch mit der Wahl meiner Sportart, weil die wird hier wirklich sehr gut gefördert an der Schule. Wasserspringen. Athletisch. Anspruchsvoll. Faszinierend. Wasserspringen ist einfach die perfekte Kombination aus Fliegen, aus Wasser, aus Körperspannung, aus Beweglichkeit, aus Kraft, Schnellkraft. Die perfekte Kombination aus Schule und Leistungssport bietet das SLZB. Die vom Deutschen Olympischen Sportbund ausgezeichnete Einrichtung ist die größte der 43 Eliteschulen in Deutschland. Wir haben insgesamt 1200 Schüler bei uns, die alle mit einem sportlichen Talent und einer sportlichen Empfehlung des Landessportbundes Berlin zu uns kommen. Insgesamt fördert die Schule 21 Sportarten. Und oft werden aus Schülern von gestern Olympiasieger von heute. Bei den letzten Olympischen Sommerspielen in Rio haben wir 6 Medaillen von ehemaligen Schülern unserer Schule nach Hause gebracht. Eine Goldmedaille von Christoph Harting im Diskus. Dann hatten wir eine Goldmedaille im Beachvolleyball, Kira Walkenhorst. Lou Massenberg gewann 2017 EM-Bronze im Mixed-Synchron-Wettkampf vom 3-Meter-Brett. Der Anfang ist gemacht für den Medaillentraum bei Olympia. Das größte Ziel ist erstmal, sich zu qualifizieren, was schon schwer genug ist. Und dann die Medaille zu kriegen, das wäre einfach nur perfekt.